Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 31. Dezember 2021, 11.49 Uhr hier auf Hateno. Ist es denn zu glauben? Heute ist der letzte Tag von 2021. Ein bedeutsames Jahr für mich. Ach je. Ich wechsle lieber das Thema, bevor ich das Mikrofon nass weine. Als kleine Silvesterfeier veranstalten wir einen Countdown auf dem Festplatz. Wir werden den ganzen Tag Dinge verkaufen und verschenken, also kommt vorbei und feiert mit. Ich kann es kaum erwarten, das neue Jahr zusammen mit euch allen auf der Insel einzuläuten. Das wäre es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt alle ein super tolles neues Jahr. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Wenn ihr das Video seht, seid ihr schon im neuen Jahr angekommen. Ich zum Zeitpunkt der Aufnahme sitze in der Vergangenheit, sitze noch in 2021. Ja, heute Abend ist für uns Silvester. In knapp 12 Stunden sagen wir Bye-bye 2021. Es fühlt sich gar nicht danach an, ne? Ich bin echt so... So, es könnte heute auch jeder andere Tag im Jahr sein. So, es fühlt sich nicht danach an, dass schon wieder ein Jahr jetzt um ist und ein neues beginnt. Und ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. So, ich habe gestern noch neue Meilen freigeschaltet. Und zwar den Muschelsammler. Ich war nämlich am Strand, habe noch ein paar Muscheln eingesammelt und die verkauft. Sehr schön, einmal 1000 Meilen für uns. Habe ich noch was bekommen? Nein. Ich war nämlich auch noch ein bisschen fleißig. Ich habe Früchte eingesammelt, also nicht überall, wie ihr seht. Habe diese verkauft, um ein bisschen Geld zu machen. Und ich habe hier oben ordentlich Berg weggehauen, ungefähr hier bis zum Fluss. Dann bin ich hier noch in diese Kerbe rein, also im Prinzip am Fluss entlang. Ich hatte keine Lust, den Fluss wegzumachen. Und jetzt haben wir hier alles freigebuddelt. Und da hat sich natürlich direkt der neue Stein wieder hingeplümpt. Aber das ist erstmal gar kein Problem. Und ich habe die Designs von der Straße runtergeladen. Und halt hier oben schon mal, also diesen Testbereich, noch mal ein bisschen ausgearbeitet. Können wir hier? Dankeschön. So. Und zwar würde das Ganze aktuell so aussehen. Hier habe ich auch schon mal rumprobiert mit so einer Ecke, die entstehen könnte. Oder wie das halt aussieht, wie das wirkt. Und ich muss sagen, als ich das gestern gesehen habe, da war ich so... Ja. Ja, du willst mehr diesen City-Core-Vibe in der City haben. Das war ja der ursprüngliche Plan, als ich vor fast 2 Monaten hier mit der Insel gestartet bin. Da war City-Core, sollte so aussehen. Und irgendwie sind wir relativ schnell dann bei sowas hier gelandet, was ich natürlich auch super toll finde, aber ich habe euch ja schon erklärt, was so, ja, meine Zweifel daran sind. Oh, guck mal, wir haben eine schwarze Tulpe gezüchtet. Schön! Eine neue Zuchtblume. Aus den beiden roten ist eine schwarze geworden. Cool. Nee, aber dahingehend, merkt ihr, glaube ich, schon, steht meine Entscheidung fest, wir werden hier umbauen. Wir werden hier einmal umbauen. So leid mir das auch innerlich irgendwie tut, weil es wirklich ein schöner Bereich ist. Und mir das gefällt, was wir hier bisher gezaubert haben. Aber ich möchte doch in dem hier Stadtkern doch mehr so den City-Vibe haben und nicht... Oh, guckt mal da! Nach 12 Stunden! Hallöchen! Na, hier ist ja echt Party. Guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer. Ah, Pinguin, guten Morgen. Dir ist es vielleicht schon aufgefallen, aber das Service Center hat heute leider geschlossen. Herr Nook und ich müssen für den Neujahrs-Countdown den Festplatz noch hübsch herrichten. Ich hoffe doch, dass du heute Nacht an den Festlichkeiten teilhaben wirst, Pinguin. Ohne dich wäre es einfach nicht dasselbe. Also schau doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. In der Zwischenzeit kannst du dich ja etwas umsehen. Wir haben uns nämlich wirklich viel Mühe gegeben. Ach, stimmt ja.
Da war doch noch was. Ich habe hier was für dich, das dir beim Feiern helfen wird. Dankeschön, Melinda. Sieht aber auch schick aus. Ein Leuchtstab, den kannst du gemeinsam mit uns schwingen, sobald der Countdown beginnt. Dankeschön. Ja, sehr schön. Cool. Wir haben einen Leuchtstab. Nuck, was sagst du denn? Oh, na, hallo, Schinguin. Wie läuft der Jahresausklang? Ich bin ganz emsig dabei, alle für das große Countdown-Event heute Nacht auszustatten. Extra dafür habe ich nun exklusiven, spitzentastischen Partybedarf im Sortiment. Schau doch mal selbst. Ach so, stimmt ja. Und alle, die hier bei uns feiern, erhalten ein tolles Geschenk. Oh, cool. Noch mehr Geschenke. Das sind Partyknaller. Perfekt für zukünftiges Gekrache zum Jahresausklang. Was will man mehr? Okay. Diesen Spaß gibt's nur einmal im Jahr. Also schön den Moment nutzen und Feste feiern, ja? Okay, ich möchte gerne noch so einen Partyhut. Oder was habe ich bekommen? Ach so, ja, nee, Partyknaller, sagte er. Ich will einen Hut. Hallihallo, Hallöchen. Na, suchst du knallige Partyartikel für den großen Countdown? Ein flippiger Neujahrshut kostet 500 Sternis. Partyknaller gibt es nur heute für 300 Sternis pro Stück. Ja, ich hätte gerne einen Hut. Welche Farbe soll er denn haben, dein Neujahrshut? Türkis. Firma dankt. Ja, mein Türkisenhut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So, Hütchen aufsetzen. Ja, unser Partyhütchen heute. Oh, ein Geschenk. Nehmen wir natürlich auch mit. So, aber da wir ja umbauen heute, beziehungsweise hier alles neu machen wollen, eine Eismaschine, haben wir ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Tut schon ein bisschen weh, ne? Als hübsch ist. Aber der Platz hier ist einfach zu eng und zu klein. So, okay. Was sagt denn unser Glücksrad heute? Meine Damen und Herren? Fast könnten wir Glück haben. Fast. So, jetzt ist die Überlegung, wie wir anfangen. Ich möchte ja, dass das hier an sich trotzdem ja so bleibt. Ne? Dass man ja hier immer noch... Man muss ja nicht direkt hier Straße. So, sondern dass man hier immer noch so einen etwas natürlichen Weg hat. Vielleicht ändern wir das Bodending halt auch mehr in den hier. Den würde ich nämlich auch gerne behalten, den Boden. Dass wir das in das hier ändern. So. Dass das nicht ganz so gammelig ist, sondern den Boden hier können wir dann mehr am Bauernhof benutzen. Da wird halt nicht so gepflegt. Aber das hier bleibt. So, und dann kommt man hier auf die Straße. Hier wird dann die Straße irgendwie sein. Müssen wir mal überlegen. Die Straße hier, nee, hier. Hier würde ich ja trotzdem, wie gesagt, diese Strandpromenade lassen. Vielleicht hier mit den Wegen noch ein bisschen anders. Aber die Strandpromenade bleibt ja. Und die Straße... Die könnte ja hier... Hier könnte... Ein kleiner Parkplatz vielleicht hin. So von wegen, ne? Wer halt mit dem Flugzeug wegfliegen will, der kann halt hier parken. Und dann geht die Straße hier, macht hier vielleicht so einen Knick. Also wir machen erstmal hier... Wir räumen hier erstmal auf, dass wir ein bisschen sehen, was Sache ist. So, nehme ich euch wieder mit beim lustigen Schaufeln und Buddeln und hast du nicht gesehen.
Unsere Bauernhoffrüchte müssen hier halt auch weg. Oh, jetzt ist 12 Uhr. Jetzt sind es noch genau 12 Stunden. Schalalalala. So. Haben wir hier aufgeräumt. Noch am Überlegen, ob... Ja, es ist, glaube ich, straßenmäßig ein bisschen schwer zu gestalten, dass halt die Straße über einen Fluss geht. Sorry, Fisch. Nein. Und dann hatte ich ja schon mal gesagt, würde ich gerne versuchen, dass der... Ach, Stimme. Dass die Straße im Prinzip hier in so einem Berg endet. Oh Mann. Ach, so. Und dass es aussieht, als würde sie in einem Tunnel verschwinden. Das kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, weil dann sieht es halt aus, ne, so im Tunnel und irgendwo hinten kommt es wieder aus dem Tunnel raus und... Upsi. Ich befürchte nur ein bisschen, dass wir hier immer noch zu wenig Platz für sowas haben, aber lass mich überraschen. Ist ja auch ein Ausprobieren, Rumprobieren. Aber erstmal hier den Fluss weg. Dann kann man nämlich besser planen. So. Vieles nie mehr. Was wir erstmal wegmachen. Ich gucke mal, ob ich es heute Abend schaffe, was von dieser Party aufzunehmen. Ich werde auf jeden Fall die Switch anmachen. Und wenn ich keine Zeit dafür finde, dann zumindest, ja, so blöd das auch klingt, aber hier liegen haben, dass wir, dass mein Charakter es im Prinzip miterlebt hat. Ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht auch stumm nebenher aufnehme. Wäre natürlich auch noch eine Option. Wenn das denn funktioniert. Weil manchmal ist dann, kommt irgendwie so eine Einblendung, irgendwas zu quatschen. Und na, ich guck mal, ob ich das hinkriege heute Nacht. Fände ich schon sehr schön. Zumindest wenigstens so die Videoaufnahme. Na, mal gucken. So. Dann haben wir hier das gleich schon mal weg. Perfekt. Rudeln hier alles um. Was ich ja auch interessant finde, es gibt ja, oder viele haben dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, sie machen so eine No-Terraforming-Insel, also da bleibt jeder Fluss und jedes Pfützchen und jeder Berg genau da, wo er war. Und es wird halt versucht, drumherum zu arbeiten. Finde ich ja auch sehr spannend, aber ich bin halt so, och, Batterie lässt nach. Aber ich bin halt so, ja, ich möchte es halt schon so, ne? Ich habe meine Vorstellungen und so möchte ich das dann gestalten. So. Das Stückchen machen wir noch. Und dann räumen wir erstmal um unser Haus herum auf. Das würde ich eigentlich auch gerne... Ja, wir kommen heute nicht ins Service Center und können Sachen wegstellen, ne? Wir können heute keine Gebäude versetzen. Können wir dann erst morgen machen. Blöd. Schade. So. Letzte Streifen. Das hier ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer als gestern dann noch diesen Berg da abzutragen. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ich habe dann irgendwann versucht, so Muster in den Berg reinzuhauen. Dann habe ich wie so eine Spirale gemacht und bin dann wieder zurück. Ich habe dann alles weggemacht. So, pass auf, ich mache jetzt hier diese Reihe noch. Und dann gucken wir mal. Okay.
Hier, das soll ja bleiben. Ah, Uchi. Das soll ja bleiben, hier diese Treppe nach oben. Definitiv. Was sich aber verändern wird, ist halt diese natürliche Kante, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie weit wir die jetzt ziehen. Ich lasse es erstmal so. So, und dann kommen ja auch hier diese Wege weg. Ja, es tut mir leid, wir haben sie jetzt letztens erst verlegt. Aber hier kommt dann ja Gehweg hin halt, ne? So. Solche Wege hier können wir ja auch immer noch machen. Weißt du, so in Spielstraßen, Gedöns, keine Ahnung. Oder bei mir hinten in dem Bauernhofbereich. Das ist ja... Oder in dem Park. Ne, da sind uns ja Möglichkeiten offen gehalten. Wie man das noch einsetzen kann. So. Ich überlege gerade, wie weit wir es wegmachen. Auf jeden Fall so ein Stückchen. Flup, flup. Flup. Ziehen wir mal hier runter und dann gucken wir. So. Die Ecke machen wir auch noch weg. So. Und dann haben wir ja hier den Gehweg. Wobei, warte mal, können wir... Ah, ich kann nicht ins Service Center. Hm. Es gibt die Möglichkeit, hier halt Custom Designs auszuwählen. Und dann kann man halt so plönk, 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 ne? Mit dem Tool auf den Boden hauen. Ich muss da rein, Tom. Ich muss an den Automaten. Naja, gut. Machen wir es erstmal so. Nee. Nein, nein. Noch weiter, bitte. Holt ihr in diese App. Danke. Hier kann ich euch nochmal zeigen. Hier unten. Da habe ich jetzt alles Mögliche runtergeladen. Also einmal hier die geraden Kanten natürlich. Dann den Mittelstreifen. Den Gehweg. Und hier dann die Straßen mit Gehwegkante. Und hier die Innenecken. Es gibt noch mehr, was ich da runterladen kann, aber ich dachte, die reichen erstmal und dann gucken wir. Wenn wir merken, oh, uns fehlt da aber noch was, dann kann man immer noch sagen, okay, ich muss da doch nochmal was runterladen. So. Damit wir hier schon mal so ein bisschen Gefühl für CityCore kriegen. Hier auch. Passt dann auch viel besser zu dieser Steinbrücke. So. Ist die Frage. Wo knöpfen wir am Festplatz an? Oder machen wir das gar nicht hier von der Seite? Aber da muss man immer durch den Park, ne? Jetzt ist halt auch die Frage, macht man hier dann schon Straße? Könnte man eigentlich, ne? Aber da müsste das hier doch ein bisschen weiter weg. Habe ich Platz im Inventar? Habe ich. Pass auf, dann holen wir hier schon mal den Zaun weg. Wir haben ja gesagt, wir müssen unseren Bereich ein bisschen aufräumen. Na, das kann ruhig weg. Das ist kein Problem.
Dann holzen wir hier mal den Baum um. Danke, du hast mir gute Dienste geleistet als Schattenspender, aber du musst noch einmal weg. Das kann weg. Ach, wir haben gar keine Schaufel mehr. Die habe ich gestern noch kaputt gemacht. Ja, dann muss ich den später ausbuddeln. Wir müssen hier einmal aufräumen. Sonst blicke ich da nicht durch. Das lenkt mich hier dann nur alles ab. Wie gesagt, wir verwenden die Wege auf jeden Fall noch anderweitig auf dieser Insel weiter. Weil ich sie sehr schön finde. Aber, wie gesagt, dieser Bereich hier wird mehr City Core. Und da passen diese Wege leider nicht. So. Jetzt muss ich alles weg hier. Alles weg. Und was ich mich frage, ob das nicht schneller geht, könnte ja hier einfach mal das Schneeding nehmen. Ich weiß nicht, ob das schneller geht. Oder ob der Fuß schneller ist. Naja. So. Haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ein Platz geschaffen. Oh. Das schöne 2022 Schild. Okay. Ja, das Problem, was ich halt gerade habe, ist die Straße. Würde ich schon gern hier so schräg. Warte mal, Karte. Ja, ich habe ja gesagt, hier ungefähr so bis zum Fluss soll ja City Core werden. Eventuell kann der hier sogar so bleiben. Warte mal, wo ist die Flussmündung? Da. Ich habe schon wieder neue Ideen. Aber ich glaube, da muss der Fluss so ein bisschen muss der wandern. Ein bisschen weiter rüber. Dann ist halt die Frage, lasse ich den hier schon verschwinden oder halt weiter oben? Ist der im Prinzip hinten? Ich glaube, hinten ist... Ja, aber ich habe Ideen. Ich habe Ideen. Wartet. Gott, ich habe Ideen. Sehr schön. So, du... Nein, den ausgerechnet. Ich wollte dich nicht wegmachen. Ich wollte den hier wegmachen. Du bleibst bitte noch. Jetzt haben wir es so wie vorher, ne? Dankeschön. Oh, unser Inventar ist voll. Eine Mikrowelle. Haben wir nicht die Tage erst eine gekauft? Okay, die ist gut. Ich glaube, das müssen wir schon hier abrunden, ne? Oh, aber dann kommen wir da sehr weit raus. Außer man macht hier schon die Abrundung. Sparen wir uns so ein Eckchen. So. Ja, es ist gerade ein bisschen Überlegungsdingens hier. So, warte mal. Ich wollte hier dann eventuell so ein, Sachen anpflanzen. Das markiere ich mir mal, dass ich weiß, wo dann nichts im Prinzip hin darf. Ja,
sieht halt so gerade kacke aus, aber... Ich kann ja, warte, ich kann doch den auch... Ja, das sieht besser aus. Hallo, du sollst den da... Kind, du sollst den abrunden. Okay, ja, macht Sinn. Jetzt bräuchte ich die Böden, die ich nicht runtergeladen habe. Das ist ja ganz toll. Warte, dann holen wir uns die mal eben schnell gemeinsam. Das geht ratzfatz. Aber damit wir hier das markieren können, so wie ich mir das denke. Ja, es lädt. Es speichert. Okay, speicher schneller. Wackel. Na komm. So, einmal in die Favoriten-Dingens. Colin. Gib mir mal diese Ecken hier. Muss ich nur gucken, wo wir dafür Platz haben. Am besten hier drunter. Es wird langsam voll, ne? Mit den Designs. Da. Weiter runter können wir nicht, ne? Wir sind unten. Ich muss die eh alle nochmal irgendwie verschieben und zurechtrücken, dass das alles irgendwie passt. So. Sehr schön. Das war's dann erstmal schon. Danke. Wenn ich wieder was brauche, dann komme ich wieder... Oh, Controller geht leer. Ja, heißt es gleich mal wieder aufladen. So. Da haben wir sie. So, und die würde ich jetzt dann nämlich gerne... Näher geht nicht, oder? Ich hätte jetzt gern dieses eine Tool. Das müssen wir uns morgen auf jeden Fall kaufen. So. Könnte ja hier dann schon im Prinzip... Ah, verdammt. Genau, da wollte ich den haben. Reicht das als Gehweg? Oder ist das zu schmal? Reicht eigentlich, ne? Okay, so. Jetzt müssen wir überlegen. Also da käme dann der hin... Vor uns auch. Rechts von uns auch. Links haben wir jetzt rechts direkt neben uns. Ja, ich weiß es doch. Ich stecke euch gleich an den Strom. Dann der. Ja, perfekt. Ja. Ja, doch. Wir stellen uns hier hin. So, da brauche ich dann wieder den. Vor uns brauche ich den. Rechts auch. Links brauche ich wieder den. Dann hier links neben mir den. Links hinter mir. Ach, guck mal, die Dinge habe ich noch nicht runtergeladen. Da bräuchte ich jetzt halt diesen schrägen mit Strich durch. So, machen wir mal eben erst so. Hier bräuchte ich jetzt halt den
warten, wo hier halt der Strich ist. Das lade ich aber gleich runter. Warte, wir machen mal hier einen als Lückenfüller. Muss ich mir nur merken. Dann nehmen wir den dafür. So, und wenn ich den dann überschreibe, dann passt das. Und da machen wir dann in die andere Richtung. Gut. Dann hätten wir hier die Straße. Die können wir hier dann anknüpfen an diesen Weg. Machen wir die dann hier schon runter? Wo ist der? Da ist der. Wir könnten hier vielleicht sogar noch einen schräg machen. Links, dann der. Oh nein, der war falsch. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommt da rechts neben mir. Da muss aber der hin. Links neben mir kommt dann der. Hinter mir auch. Ist falsch. Sorry. So, jetzt ist halt die Frage. Machen wir hier jetzt noch so ein oder gehen wir hier schon runter? Weil dann wäre das ja so. Es käme vorne links. Rechts. Links müsste dann jetzt der kommen, ne? Nee. Ich weiß, wo der Fehler ist. Korrigiere ich gleich. Moment. Der hier muss dann gerade sein. Der hier. Ja. Dann würden wir hier gerade runtergehen. Hier nochmal irgendwie den Knick. Beziehungsweise... Die Folge geht heute schon wieder lang, ne? So. Hier docken wir dann halt an. Oder machen wir, ziehen wir das weiter raus? Nö, das ist okay so, ne? Hier wäre dann halt auch wieder Gehweg. Ich weiß halt nicht, ob zwei oder drei breit. Weil eigentlich möchte ich da ja schon noch Decoration. Machen wir auch mal eben, damit wir ein Gefühl dafür bekommen. So. Dann kommt man hier halt vom Gehweg auf diesen anderen Trampelpfad im Prinzip und kommt hier zum Flughafen. Dann hat man hier die Straße. Ne? Hier müssen wir dann ja irgendwie connecten. Das ist schon sehr nah. Oder können wir das hier ein bisschen einkürzen? Möchte ich aber eigentlich nicht. Aber dann kann man hier vielleicht so eine Art Wendekreis machen. Dann kann man halt hier abbiegen zum Parkplatz. Das ist so kreisverkehrmäßig. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Hä? Ich probiere hier ein bisschen rum. Ich verlege noch ein bisschen Straße hier in der Ecke. Räume eventuell die Sachen hier auch schon mal weg. Ich würde die dann ausbuddeln und hinten auf unserem ersten provisorischen Feld, sag ich mal, dann wieder einpflanzen. Da werden die auch nicht final bleiben. Das ist dann nur erstmal das Umzugsplätzchen. Und dann, wie gesagt, werde ich hier noch so ein bisschen die Straße verlegen und dann kann ich euch morgen das Ergebnis dahingehend zeigen. Wie gesagt, ich gucke, dass ich heute Nacht den Jahreswechsel irgendwie aufgenommen bekomme.
Und dann würde ich euch das morgen am Anfang der Folge reinschneiden. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Versuche ich. Ich versuche es. Ich kann für nichts garantieren. Ansonsten... was machst du denn, Mädchen? Ansonsten wünsche ich euch für das... warte mal, wo ist mein... Wo ist mein Partyhut? Ja, da muss ich... Wartet. Nee. So können wir die Folge nicht beenden. Ja, beenden bitte. Ich möchte meinen Partyhut. So. Tada. So. Dann würde ich mal sagen, war's das für die Folge im Jahr 2021. Ich wünsche euch, oder ich, ja, besser gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, weil wenn ihr die Folge seht, seid ihr ja schon im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein fröhliches neues Jahr 2022. Ich hoffe, eure Wünsche gehen in Erfüllung, eure Träume, ihr bleibt gesund, ja, und habt ein schönes, neues, gesundes, glückliches Jahr 2022. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli! Thank you.